Willkommen zurück zu Spider-Man, nach dieser ganz schön düsteren Wendung in der letzten Folge. Und davor ist eigentlich auch schon viel Quatsch passiert. Quatsch trifft es halt ganz gut. Das hat immer so übertrieben. Mit dem Schocker zum Beispiel, auch wenn da die halt Bank kaputt geht. Und es eigentlich sehr gefährlich ist, wie immer noch verhindern können, dass Zivilisten zu Schaden kommen. Das ist eigentlich total krass, diese Jagd durch die Stadt und die ganze Bank explodiert und sonst was. Aber sowas wie in der letzten Folge ist dann doch eher die Ausnahme. Oh! Nicht in den Polizeihubschrauber reinspringen. Passend dazu ist auch gleich hier Regenwetter angesagt. Ein bisschen cool, wenn man so ein bisschen tief fliegt durch die Häuserschluchten. Jetzt müssen wir mehr von den Autos. Mehr Action hier unten. Alle Einheiten. Wir verfolgen mehrere maskierte Verdächtige. Gemeldeter Ort ist bei Lincoln. Over. MJ hat richtig vermutet. Hier wimmelt's von Dämonen. Ich muss die Typen ausschalten, dann sehe ich mich um. So, machen wir es leise oder nicht so leise? Schauen wir mal. Ja, 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 okay. Yeah. Springt einfach mal hoch, warum auch nicht? Jetzt trotzdem gemerkt, dann. Tschüss. Sie müssen auch nicht leise sein. So. Ja, verhauen! Was wollen sie machen? Ein Spider-Man! Okay. Das wird vielleicht nichts auf die Nase bekommen. Erstmal um den Kleinen kümmern, dann kann man den Dicken am Ende wegnehmen. Vor allem ist er ziemlich schnell, die Sau. So, eingenetzt. Tschüss, Spider-Bro. Nee, Spider-Bro ist ready. Okay. Spider-Bro gerufen. Das wollte ich überhaupt nicht. Spider-Bro, wieder nach Hause. Spider-Bro bleibt eine Weile bei mir. Hochsicherheitsschloss. Das ist was für Banken und nicht für Recyclinghöfe. Vielleicht finde ich heraus, woher der Strom kommt. Vielleicht. Habe ich das nicht ausgewählt? Doch. Vielleicht kann ich den Stromkreis überbrücken. Brauche meine elektrischen Netze. Gut, das hat geklappt. Aber der Stromkreis braucht ein bisschen mehr Saft. Ich muss einen Anschlusskasten finden. Da! Der Kreislauf scheint stabil zu sein. Vielleicht ist ein anderer Anschlusskasten in der Nähe. So, wollen wir noch welche? Da unten ist noch eine. Oh ne, das war der, den wir schon hatten. Dann ist da noch einer.
Hab ihn. Fast geschafft. Noch ein Kasten. Ja, komm, kann ich das hier wegziehen? Das Zeug? Aha. Nein. Jetzt aber. Das ist es. Mann. Jede Menge Hightech-Ausrüstung. Vielleicht kann ich das Zeug recyceln und Waffen daraus bauen. Das muss ihr Angriffsziel sein. Moment. Das sind Osborns Wahlkampfbüros. Diese Wege führen alle zur selben Adresse. Waffen aus Fisks Waffenlager. Lasterbomben. Das ist verrückt. Liegt doch genug Waffen und Sprengstoff hier rum. Sprengstoff von Fisks Baustelle. Das war kein Bandenkrieg. Die Dämonen haben Fisk beklaut, um Bürgermeister Osborn zu erledigen. Hey, hast du Lee gefunden? Nein, aber du hattest recht. Lee benutzt das Gelände als Versteck für die Dämonen. Bombenherstellung, Waffenschieberei. Oh mein Gott. Und sie scheinen einen weiteren Angriff zu planen. Diesmal auf Osborns Wahlkampfbüros. Lee muss ein Hühnchen mit Osborn zu rupfen haben. Ich habe eine Adresse gefunden. Ist sicher ihr Sammelpunkt. Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht aufhalten. Sei vorsichtig. Ja, eben einen Turm mitnehmen, wenn wir schon auf dem Weg sind. Yuri, ich bin's. Mach schnell. Hab gerade Stress mit meinem Boss. Martin, Lee und die Dämonen planen einen weiteren Angriff. Dieses Mal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sicher? Es gab viele falsche Hinweise letzte Woche. Vertrau mir! Ich schicke dir die Adresse vom Recyclinghof. Da findest du alle Beweise. Okay. Ich lasse die Wahlkampfbüros evakuieren. Aber wenn das falscher Alarm war, hilfst du mir, einen neuen Job zu finden. Alle jetzt plötzlich so skeptisch hier. Das ist das Schlechte, das Schlimme am Superhelden-Dasein, kenne ich auch. Macht man immer alles richtig, macht man einmal was nicht richtig, gleich wieder unten durch. Alles vergessen, was man vorher geleistet hat. Aber hat der jetzt nicht mal wirklich was falsch gemacht. Wenn ich mich in New York noch ein bisschen besser auskennen würde, wäre es noch cooler. Wenn man das alles wiedererkennt. Das ist halt Wahnsinn. Das habe ich vorhin gedacht, als ich so rumgeschwungen bin. Erstmal. Das könnte man sich echt so vor 15 Jahren nicht vorstellen können. Dass eine Stadt in dem Detailgrad irgendwie abgebildet ist. Das ist ja wirklich Wahnsinn, der Detailgrad. Einmal das und dann dieses freie Rumschwingen sozusagen. Wie gut das halt funktioniert. Das ist natürlich so ein bisschen Variation von den Arkham-Spielen. Mit vielen, mit dem Kampf und auch mit diesen ganzen Bewegungen und durch die Stadt. Aber es ist jetzt nochmal, jetzt vielleicht nicht vom Kampf, aber von der Stadt her und von der ganzen Bewegungsfreiheit, da toppt es die Arkham-Spiele auf jeden Fall. Und das ist halt was, wie gesagt, das kann man sich vorher nicht vorstellen kann, weil ich vorhin gerade Gothic gespielt habe, was jetzt nicht so alt ist. Dann kam das raus 2001. So ein bisschen mehr als 15 Jahre, aber trotzdem. Das ist halt ein super Spiel, es macht heute noch Spaß. Aber wenn man den Fortschritt jetzt nicht nur rein von der Grafik sieht, was natürlich schon Wahnsinn ist, aber alleine, wie gesagt, was so eine Welt an Detailgrad haben kann, an Objekten, an allem Möglichen, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
hatten an Möglichkeiten. Abgefahren. So, noch ein Foto machen hier. Perfekt. Reicht. Perfekt, sagt er. Guckt euch das Foto an. Ich meine, hallo? Geht's noch besser? Ich glaube kaum. Das heißt, wenn es irgendwann mit dieser Karriere hier als Super-Let's Player nichts mehr wird, wäre ich halt Fotograf. Das kann ich genauso gut. So. Dann mal, was da hinten los ist. Wow. Consolidated Shipping. Das sind viele. Ich sollte leise vorgehen. Das hat Stil. Na gut. Fangen wir mit leise an. Gucken, wie schnell es eskaliert. Ich stelle die Stolpermine her. Okay. Wenn das Spiel es möchte, du kannst jetzt die Stolpermine herstellen. Ich kann die Sachen aus dem Recyclinghof verwerten. Okay. Klasse! Ich liebe es, böse Jungs mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. So, wie das jetzt? Auf die Kiste zu zielen. Und das, meine Freunde, ist die Gerechtigkeit des Karmas. Das ist natürlich mal praktisch. Kann ich einfach irgendwo hin basteln, wenn er dann da reinläuft. Komm noch ein Stück nach links, muss ich ihn sonst dahin docken. Na komm, guck mal nach, da war doch was. Zip! Gegen die Wand. So, gucken wir mal, wo waren denn die Scharfschützen? Da hinten sind welche. Wie schnell lädt sie das auf? Lädt sie es gar nicht auf? Die Spider-Mine. Die Stolpermine. Das muss eigentlich alles mal was mit Spider im Namen haben. Das kann nicht eine Stolpermine heißen. Viel zu lame. Hä? Ich wollte... So viel dazu. Ich wollte oben, das ist manchmal das, ich wollte nur auf diesen kleinen Vorsprung und dann da stehen. So, vielleicht habe ich mich gleich wieder vergessen. Ich wollte nur oben auf diesem Vordach stehen bleiben, dann hat er sich gleich weitergeschwungen. Es ging mich ein bisschen zu schnell. Jetzt gucken sie so blöd rüber. Alles wieder okay, aber ich muss vorsichtiger sein. Allerdings muss ich vorsichtiger sein. Hi. Die sind immer noch beschäftigt. Oh, der müsste doch hier oben sicher sein. Gute Nacht! Ich wollte eigentlich einen machen. Wurscht! Den haben wir auch weg. Ist noch eine. Salah, by way.
Nicht, dass ich jemanden übersehen habe. Kurz hier weg, nicht, dass er nach oben guckt. Jetzt warten wir mal, bis er sich umdreht. Ist aber auch gut, dass keiner die immer sieht, wenn die irgendwo dann an die Wand genetzt sind. So aufmerksam sind sie dann doch nicht. Sehr aufmerksam. Achso, sehr aufmerksam, dass sie nicht so aufmerksam sind. Vom Spiel. So was zum Beispiel. Einfach gesprungen. Ich bin nur an die Kante gelaufen. Ein bisschen näher. Zum Glück schreien sie auch nicht, während sie von Spider-Man behandelt werden. Das lassen sie still und leise über sich ergehen. Sehr nett von ihnen. Auf den Boden gucken, nicht nach oben schauen. Das ist ja unfair. Oh, jetzt hat er doch nach oben geguckt. Ich dachte, das ist unfair. Du? Bin ich da gesehen? So. Da sind drei auf einem Haufen. Jetzt habe ich die letzten drei auch langsam. Ups, ist runtergefallen. Gucken wir, ob wir die noch irgendwie trennen können. Nicht, dass man die jetzt nicht einfach verhauen könnte, aber wir können uns noch ein bisschen. Was kann man damit denn machen? Gucken wir, ob man mit dem Kran irgendwas machen kann. Von da oben vielleicht. Von der Position eben war es mir ein bisschen zu. Ist der letzte. Lee ist nicht hier draußen. Ich sehe besser drinnen nach. Das zählt so als halbwegs geheimnisvoller Erfolg hier. Nein, das ist halt so krass. Manchmal geht in die Richtung, dann springt er sofort nach oben. Jetzt muss die Tür aufreißen. Das ist ein bisschen sehr agil, der Spider-Man. Da will manchmal auch nur ein bisschen angeben. Rechnung von einer Autowerkstatt. Pale Horse Rides. Ein teures Tuning. Was könnte ich hier finden?
Sie haben überall in der Stadt Basen. Basismarken. Bald haben alle Marken, oder? Die es so gibt. Das sind dann die letzten. Das ist größer, als ich dachte. Die Dämonen haben eine ganze Armee. Okay. Was machen wir mit dem Peitschenclub, wie es aussieht? Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. So, dann noch ein Spider-Bro. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. Hey MJ, ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Hast du die gefunden? Nein, aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Pale Horse Rides. Kommt dir bekannt vor. Ich überprüfe es und melde mich. Hopp. Ich meine Luftkämpfe gegen Peitschengegner. Ja, muss natürlich gucken. Die mal dann loswerden. Zu langsam. Und dann wollte ich gerade was auf ihn schmeißen. Gerade den einnetzen. So nicht. Noch der Luftkampf noch weggenommen. Ich glaube, es sagt. Verstanden, Silverbird. Wir landen jetzt am Standort. Da ist noch einer. Was zur Hölle ist das denn? Waffe entsichert. Mal was Neues. Nein, nein, nein. Der gehört mir. Okay. Ich erledige dieses Acht. Hey! So geht das aber nicht in der Stadt! Code SM1. Wow, wow! Bevor wir anfangen, wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. Verstanden. Code SM1. Habe Sichtkontakt. Warte auf Silverbird. The hell? Guter Auftritt. Solide 8 von 10. Neun von 10. Loslassen. Er gehört zu uns. Sieht aus wie Maxi. Yuri, eine Erklärung, bitte? Das ist Silva Sablinova. Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Bezahlt von Bürgermeister Osborn. Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Bin ich nicht mehr so nett. Geh. Wir reden später. Okay. Jetzt wird es langsam richtig gefährlich für Spider-Man. SM1. Wie anscheinend genannt wird. Tut mir leid wegen der Sache mit Sable. Ich hätte es dir eher sagen sollen, aber es ging alles so schnell. Schon gut. Wir sind weiter beste Freunde. Wir sind nicht beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche. Sable genießt das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ich arbeite dran. Hey MJ. Hey, ich habe Unterlagen über Martin Lees andere Geschäfte ausgegraben. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Ha, die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das.
Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, daraus schlau zu werden. Alles klar. Ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast, um herauszufinden, warum er das alles macht und was er als nächstes plant. Okay. Sag May schöne Grüße. Halt, sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein. Lee hat nur ein einziges Ziel. Norman Osborn. Haben wir jetzt noch Konkurrenz bekommen hier? Das ist schon eine Privatarmee. Tja, das ist wohl noch problematisch. Der Außenposten wird von Dämonen belagert. Das ist noch so eine Basisgeschichte. Sieht nach Black Cat aus. Wenn wir schon hier sind, machen wir nochmal die Black Cat-Geschichte. Oh, arme Spinne. Du warst sicher enttäuscht, weil ich nicht sauber bleiben konnte. Aber warum sich mit Perfektion anlegen? So, und dann suchen wir mal. Hier vielleicht? Nope. Da auch nicht. Warum lässt eigentlich immer ihre teure Fotoausrüstung überall stehen? Das ist doch auch nicht. Das kann auch nicht so rentabel sein. Das kostet auch alles Geld. Denkt da keiner dran. Das ist alles. Die schmeißen alle mit Sachen um sich. Und der Peter kann nicht mal seine Wohnung bezahlen. So ein bisschen systematischer vorgehen, habe ich das Gefühl, sonst suche ich ja ewig. Also. So viel Möglichkeit aber nicht. Das ist das Weiteste, wie ich nach links gehen kann. Hier unten. Letztes Mal habe ich mal recht fix gefunden. Ha! Ha! Das habe ich auch gerade gesagt. Ich glaube, hier wird mit teurem Wein gehandelt. Sie dehnt das Geschäft aus. Ich muss ihr zuvorkommen. Tja, 17 Aufgaben auf einmal hier in Spider-Man. In der nächsten Folge werde ich, glaube ich, ein bisschen Hauptmission machen in der Zwischenzeit oder auf dem Weg. Ein paar Nebensachen mitnehmen. Aber die Lage spitzt sich zu. Noch ein verpasster Anruf von Doc. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ach so, stimmt, ging's ja auch noch. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. Sie sind der Doc. Das vergisst man tatsächlich, dass es den ja auch noch gibt. Gucken, was das noch für eine Rolle spielt. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Spider-Man. Bis dann.